Ich habe eine Kerze angezündet. Warum? Weil jetzt, gerade jetzt, etwas Tolles beginnt. Und zwar der Tag, den wir aus der Bibel als Sabbat kennen. Mit dieser Sendung am Freitagabend erfüllen wir übrigens den Wunsch vieler Zuschauer. Denn es gibt offenbar eine ganze Reihe Menschen, denen der Sabbat wichtig ist. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich in den Jahren seit unserem Sendestart darum angefragt wurde. Heute nehme ich Sie einmal mit auf einen Gebirgszug. Schauen Sie mal. Was hat dieser Mann vor? Er möchte fliegen. Fliegen wie ein Vogel, mit dem Wind unter den Flügeln über das weite Land segeln. Nein, nicht unter den Flügeln, sondern unter einem Schirm aus Stoff. Wieso weiß der Mann, dass er nicht runterfällt wie ein Stein und am Boden zerschellt, wenn er von dem Berg springt? Er weiß etwas, was man als kleines Kind nicht für möglich hält. Die Luft ist wie ein Ding. Ein unsichtbarer Teppich, ein Polster, fast ein Gegenstand und doch eine Kraft. Und wenn die Luft sich bewegt, nennt man sie Wind. Der Segler oder Paraglider, wie man ihn auch nennt, braucht also Mut, Erfahrung und den richtigen Wind. Jetzt sieht man, wie der Wind den Schirm nach oben bläst. Im richtigen Augenblick muss der Mann nun losrennen und diese Kraft nutzen. Er springt scheinbar in die Luft ins Nichts. Und doch wird er getragen. Wind ist eine wunderbare Kraft. Man nutzt sie auch bei Windrädern, die sich drehen und Strom erzeugen. Und ihr Kinder habt sicher auch schon mal einen Drachen steigen lassen, der am Seil zieht, als wollte er davonfliegen. Es gibt Dinge, die spüren wir, aber wir können sie nicht sehen, nicht anfassen, nicht festhalten, nicht einsperren, nicht kaufen oder verkaufen. Luft ist so ein Ding. Man denkt kaum daran, dass sie da ist. Wir atmen sie ein, atmen sie aus, etwa 20.000 Atemzüge pro Tag. Wir hängen die Wäsche zum Trocknen in den Wind, fliegen mit dem Flugzeug, sehen den Wetterbericht und freuen uns über einen blauen Himmel. Genauso ist Gott. Er ist einfach da, jeden Tag, damit wir leben können. Glauben Sie, dass ich ein kurzes Gebet spreche. Lieber Vater in dem Himmel, du hast so etwas Wunderbares wie den Wind, die Luft geschaffen. Wir leben darin und vergessen das oft sogar. Danke dafür. Danke, dass wir atmen können. Danke, dass wir durchatmen können an diesem Tag zum Ausruhen. Amen. Der Berg, von dem der Paraglider gesprungen ist, gehört übrigens zum Karmelgebirge in Israel. Der Berg Karmel wurde durch den Propheten Elia bekannt. Schließen Sie doch mal die Augen und stellen Sie sich vor, Sie springen irgendwo in Ihrem Leben ab, mit Gottes Hilfe, dank seiner Kraft, die da ist, auch wenn wir sie nicht sehen können. Sie erheben sich in die Luft und segeln weit über das momentane Problem hinweg. Für Kinder zur Veranschaulichung könnte man ein kleines Flugobjekt bauen, um die Kraft der Luft deutlich zu machen. Das soll's werden. Bin ich dahin gekommen? Ich habe einen Papierstreifen genommen, so lang, und habe den an den gestrichelten Linien hier eingeschnitten, sodass dann letztendlich hier ein langer Schnitt war, hier zwei kurze und, ups, so lang, hier auch zwei kurze.
Dann habe ich diesen Streifen genommen und habe an diesen Linien gefaltet. Oben einmal dieses lange Teil so lang, einmal anders lang. Dann an dieser Seite hier eingefaltet, dann gedreht und hier eingefaltet. Dann den unteren Teil nach oben und dann das, was übersteht, nach hinten. Und letztendlich noch eine Büroklammer. Das ergibt dann dieses kleine Flugobjekt, das von den Flugsamen abgeschaut ist. Und jetzt können wir es ja auch mal fliegen lassen. Also Achtung, 1, 2, 3. Ja, war schon ganz ordentlich. Nochmal. Achtung. 1, 2, 3. Ja, also ihr Kinder, ihr könnt das gerne probieren. Und ich möchte Sie zur Mitarbeit einladen. Falls Sie eine gute Videokamera oder eine Spiegelreflexkamera haben, die filmen kann, und Sie haben vielleicht ein Auge für das Besondere, Sie lieben die Natur oder haben besonders schöne Szenen aus dem Leben eingefangen. Also wenn sich Ihr Videoclip eignet, dann würden wir den gern in einer Folge dieser Sendereihe ausstrahlen, damit sich viele Menschen daran erfreuen können. Haben Sie keine Scheu, machen Sie mit. Sie helfen uns, Sie machen anderen eine Freude und sich selbst auch. Denn das wäre doch mal was, wenn Ihr Video bei uns auf dem Hope-Channel laufen würde. Bitte machen Sie sich nicht die Mühe, da viel zu schneiden. Wir machen das hier und passen das Video entsprechend an. Informationen, was eventuell technische Voraussetzungen angeht und wo Sie das Video hochladen können, die erhalten Sie, wenn Sie uns eine E-Mail an die Adresse info@hopechannel.de senden, Stichwort Shabbat Shalom. Also, ich bin gespannt auf Ihre Beiträge. Und nun wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sabbat.